Hallo und weiter geht's mit Halo 5. Wir sind jetzt hier in dieser. Was ist das so ein Ort? Zugriff auf Terminal. So ein Ort, Habe ich Ihnen gestattet, die Baustation. Ihre Leute haben einen UNSC-Schiff draußen bei der Apogee gesehen. UNSC bei Apogee? Warum treibt ihr euch überall auf meinem Planeten rum? Mit Ihrer Erlaubnis würden wir Sie das gern persönlich fragen. Auf dem Landeplatz der Meridian-Station steht ein Fracht-Pelican. Damit kommen Sie am schnellsten nach Apogee. Das wissen wir zu schätzen. Das glaube ich Ihnen. Steigen Sie in die Pelican. Ja, wenn ihr wisst, was das ist. Ah, da vorne. Irgendwo wäre sicher noch etwas zu sammeln hier. Warum sind unsere Vorräte so knapp? Also ich habe es nicht geklaut. Schnell schauen, ob wir irgendetwas zu entdecken auf die Schnelle. Was ist denn da? Können sie so bedienen? Nee. Sind Feinde in Sicht? Das Gewicht sieht ziemlich sicher aus. Nee. Food Station da vorne. Okay, holen wir ab. Hi. Bauen da irgendetwas ab. Ein ganz grosser Stil da. Und da ist Pelican. Die Kisten stapeln sich. Was hast du mit den Biopack-Saat-Containern gemacht? Hab sie weit weg im Wohnbereich eingelagert. Wird Jahre dauern, bevor wir was säen können. Du musst sie holen. Wir brauchen die Unterlagen. Rein in den Pelican. Muss ich da fliegen? Da kommt's gut. Ja. Wir haben wohl eine Eskorte. Sprung. Hätte mich überrascht, wenn nicht. Sloan ist nicht glücklich darüber, das UNSC hier zu haben. Die Dame hat recht. Mein Team ist da, um alles im Auge zu behalten, während Sie sich umsehen. Dass sie, wenn einer stirbt, dass das ersetzt wird durch einen anderen Typ. Sobald wir unsere Ziele haben, sind wir schon wieder weg. Ich hab auch keinen Bock. Ich doch mal einen anderen nehmen können. Jetzt weiß ich auch, schon verreckt. Team Blau. Ah, ich bin im Moment gar nicht Team Blau. Irgendwie. Komm mal mit. Was zum Teufel? Orbitianer! Helft los, Leute. Sie können kämpfen, sollten es aber nicht müssen. Hier, nehmen Sie das Gewehr! Oh, viel zu weit. Das ist gut. Magius. Boah, das sind da hängen in unserer Linie. Der erlebt den Fehler mal.
Also da schickst du durch, ne? Fahre nur noch das hier. Den nehmen wir mal mit. 9 Schuss. Operation menschlicher Schutzschild. Du klingst wie eine Bankierstochter. Leon Dortmund bezahlt mehrere Generationen von Trotteln, um das Glas aufzubrechen und besitzt danach einen ganzen Planeten. Eine große Gaunerei, aber sie lohnt sich. Boah, krass, Leute, das an. Das ist ja krass. Weiter nach Spuren von Team Blau suchen. Das ist Raubbau. Erledigt dich, die Prometianer. Ich will mir den Prowler ansehen. Achtung, da ist ein Springer. Ein Beobachter beim Springer. Wo ziehst du denn hin? Wow. Zuerst Beobachter weg. Ja, da ist Sprengkasse. Kann ich nicht in die Luft bringen, warum nicht? Schießt. Bringt so nicht viel. Ich mach den Springer Platz! Ich komm. Ah. Ziel erledigt. Guter Abschuss. Jupp. Verstärkung, aufgepasst! Eliminiert die restlichen Feinde! Push.
damit. Das Ding mal probieren. Voll, das Zeug. Gesichert. Blau hat den Prowler einfach hier mittendrin geparkt? Sie müssen einen Grund gehabt haben zu landen. Das Schiffslog verrät uns vielleicht was. Führen wir einen Scan durch. Jetzt einmal hier. Die Muni sammeln. Da, eine Konsole in der Einsatzbucht. Ah, es zeigt mir Munition. Lager zeigt es mir da. Auf die Sturmgewehr. Wo ist die gewesen? Wir müssen einen Blick auf die Daten des Prowlers werfen, oder? Dann mal los. Hier ist dein Zugangspunkt. Nonnenfang. Seht mal. Sieht aus wie eine Karte der Apogee-Station. Sie führt nach unten in den Berg. Ein Weg durch die Tür außerhalb der Minen ist markiert. Governor Sloan? Spartan Rock? Wir brauchen Zugang zu der Mine bei unserer Position. Sie glauben, dieser Soldat, den Sie suchen, ist da unten? Wohl kaum. Ich erbitte höflich um Zugang zu Ihrer Anlage, Governor. Öffne jetzt die Tür für Sie. Passen Sie da unten auf sich auf. Ja, du überlebst es aber nicht. Dämmer. Scharfschütze gesichtet! Von hier kann ich nichts treffen. Wo ist er denn? Die Prometheaner haben den Eingang abgeriegelt. Blöden Flair. Ist da oben irgendwo, ne? Ja. Sieben. Gesichert. Governor Sloan,
Eine Tür versperrt uns hier den Weg. Ich öffne sie, Spartan. Keine Anzeichen, dass Team Blau in einen Kampf verwickelt war. Sind die irgendwo anders rein? Ich wette, die Prometheaner haben sie gar nicht angegriffen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sinn und Realität sind nicht immer dasselbe. Das kann man so sagen, ja. Die Köpfe ein. Automatikgeschütze. Wenn wir sie aktivieren, erledigen sie die Prometheaner. Jetzt kann ich. Geschütze feuern jetzt. Was sind denn die letztes Mal gewesen, die Dinger? Komm her, für deine Automatik. Kommen noch mehr Prometheaner durch die Tore. Das kommt gerade ist. Come on.
Kontrolle, kein Geschäft. Kommen noch mehr Prometianer. Gesichert. Zum Gebäude vorrücken. Yep. Es gibt keine Berichte über Blutsfeder-Artefakte auf Meridian. Das müssen Sie gerade entdeckt haben. Wir haben seit Requiem immer wieder Prometianer-Angriffe erlebt, aber noch keinen so heftigen. Irgendwas scheint sie angestachelt zu haben. Heftig, heftig. Sie grün. Das ist ihr eigener. Hier ist was. Sieht aus wie ein Illuminat. Sie kommunizieren nicht. Haben wohl kein Interesse an uns. Dann weiter. Aber behaltet sie im Auge. Den Blutsfiltern mangelt es nicht an Stil. Sieht aus, als ob wir runter müssen. Seht euch das an. Zeichnet alles auf. Dann können wir es uns später ansehen. Spartans, ich verließe hier Sie. Ja, bitte? Endlich Privatsphäre. Dieser Ort ist riesig. Warum würde Sloan so einen Fund nicht melden? Heilige Mutter. Tanaka? Buck meinte doch, Team Blau musste nicht gegen Prometheaner kämpfen. Tja, Sloan mussten sie auch nicht lange überreden. Glaubst du, Sloan hat sie runtergelassen? Das wäre eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, ja, aber keine Tatsache. Wenn Sloan etwas zu verbergen hat, holen wir es aus ihm raus, nachdem wir hier fertig sind.
Ruf die Wächter, ihr zu dienen. Was war das? Finden wir es raus, hier sind wir ein leichtes Ziel. Stimmt. Bewegung! Ihr seid hier im Unterschlupf des Wächters nicht erwünscht. Wächter? Ich bin der ewige Wärter. Und ich diene nun Cortana. Cortana? Die anderen Menschen durften passieren, ihr allerdings nicht. Hört sich nach einer Drohung an. Verlasst den Unterschlupf, sofort! Wie das eine Drohung war. Stimme Cortana los. Was ist das für einer? Wo kommt er her? Er ist neu. Verteidigt euch. Wir sind entbehrlich für ihre Pläne. Gebt es und ihr werdet. Wird es dann möglich? Ihr stellt euch die Liste in den Weg. Ganz lang gewartet. Schluss! Ich kann gar nicht mehr machen. Okay. Unerhebliche Kreaturen! Da drüben kommen wir hin ins Lichtige. Die Atmas! Die Atmas haben wir locker. Locker. Systemausfall! Oder meine Panzerung blockiert! Ui! Brauche Hilfe! Das geht auch nicht mehr. Ich denke, das schaffe ich locker.